herzlich willkommen, meine lieben YouTube-Freunde. Heute mal ein etwas anderes Video. In diesem Video habe ich mich auf den Weg gemacht, um auf Forellen zu angeln. Dieses Mal in einer etwas anderen Situation und zwar vom Eis, wie ihr unschwer erkennen könnt. Generell hat sich der Tag sehr, sehr schwer gestaltet. Es wurde auch nicht allzu viel gefangen, aber ich entschied mich, die Aufnahmen trotzdem vorzubereiten und euch einen kleinen Film über das Eisangeln auf Forelle zusammenzuschneiden, und ich denke, es wird trotzdem einigermaßen spannend. Also bleibt dran, genießt den Film und wir starten nun. So, meine Lieben, fange jetzt hier mit einem Spoon an. Relativ leichten. Lassen wir erstmal die Geschichte runter. Alter, schwimm hier oben oder was? Ja, Mann, das war keine Ahnung, einen halben Meter. Und hier an dieser Stelle nochmal eine kleine Information zu dem Tackle, was ich hier benutze. Ich habe mir auf die Schnelle noch eine Eisangelkombi bestellt und diese erwies sich über den Tag hinaus als nicht so optimal, denn gerade bei den ganz leichten Ködern, so wie ich hier in dem Fall einen umgebauten Jaria in 0,8 Gramm als Bottom gejiggt durch das Eisloch benutze, war einfach die monophile Schnur in der Stärke 0,22, war sie einfach zu steif und man hatte keine gute Köderkontrolle. Aber es war eben nur mal auf die Schnelle und man hat an diesem Tag das Beste draus gemacht. Anfangs ging es auch darum, dass man die Fische erstmal findet. Das habe ich jetzt hier in dieser Situation versucht, indem ich den Köder immer wieder runtergelassen habe und ihn dann getwitcht und gejiggt habe. Nachdem ich am Grund angekommen bin, habe ich ihn ganz langsam eingeholt, dabei getwitcht und dann darauf gehofft, dass wir einen Biss bekommen. So hätten wir dann abschätzen können, in welcher Tiefe sich ungefähr die Fische aufhalten. Da haben wir die erste. Da haben wir die erste, Leute. Auf dem Spoon. Na, da haben wir sie. Petri, Dank. So, Leute, da seht ihr es nochmal. Ich hoffe, man kann sehen. Die haben wir jetzt hier wunderbar auf einen Spoon verhaftet. Hängt auch nur im oberen Teil. Jetzt versorgen wir erstmal den Fisch. Tja, meine Lieben, erster Fisch ist raus und das relativ schnell. Ich habe jetzt hier wieder auf den Jaria gefischt in 0,8 Gramm. Und den habe ich im Eisloch immer einfach nur mit der Rute angezupft und dann irgendwann kam der Biss und dann hing sie auch schon. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen Fisch damit kriegen. Und wenn nicht, wechseln wir. Tja, meine Lieben, und ich probierte es natürlich noch einige Male. Leider ohne Erfolg. Also entschied ich mich, das nächstliegende auszuprobieren. Und zwar auf den Gummiköder zu wechseln. So, meine Lieben. Ein bisschen noch mit Spoon probiert, keinen Biss mehr gekriegt.
Ich werde jetzt hier einiges ausprobieren. So, jetzt nehme ich hier im Boxster Fett. Am schwersten Tungsten. Müssen wir hier noch ein bisschen freischuppen. Und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, entpuppte sich die Kombi als eher weniger tauglich für sehr leichte Köder. Denn an der Stelle, wo ich stehe, ist es teilweise bis um die 5-6 Meter tief. Und umso tiefer der Köder sinkt, umso mehr schlaffe Schnur zieht er hinter sich her und wir würden die Bisse gar nicht richtig mitbekommen. Also entschied ich mich, etwas anderes auszuprobieren und dies seht ihr nun in dieser Szene. So, jetzt probieren wir hier den Boxster Fett, auch am Jig. Ich glaube, es ist jetzt ein 2 Gramm Kopf, den ich hier habe. Gucken wir mal, was unsere Forellen dazu sagen. Leider sagten unsere Forellen nicht viel, denn ich bekam tatsächlich den ganzen Tag über nicht einen einzigen Biss auf unseren Gummiköder. Aber ich denke, hier sieht man sehr schön, wie die Schnur jetzt relativ schnell absinkt und straff ist. So hätte ich auf jeden Fall auch den ein oder anderen Biss besser mitbekommen als mit den ganz leichten Tungsten. Grund. Irgendwann entschied ich mich dazu, wieder den Erfolgsköder auf meine Route zu packen und bin dann zu einem anderen Eisloch gegangen, wo ein anderer Angler vor mir schon einige Male versucht hat, leider auch ohne Erfolg. Also bin ich dorthin, habe meinen Jeria an offener Schnur oder offenem Bügel bis zum Grund aufsinken lassen und habe dasselbe getan, wie ich es morgens bei dem ersten Fisch auch schon getan habe. Und hier sieht man sehr schön, wie ich die verschiedenen Wasserschichten abklapper, indem ich zwischendurch eine Kurbelumdrehung mache, dabei den Köder immer wieder twitche, animiere und auf den lang ersehnten Biss hoffe. Tja, Leute, jetzt noch mal gerappelt. Scheint sogar was Besseres jetzt zu sein. Ah, da kommt sie. Und da haben wir sie, Leute. Wieder auf den Jaria durchs Mittelwasser gezupft und da haben wir den schönen Fisch. Sehr schön. Wir sehen was auch. Köder hängt im Maulwinkel. Ja, meine Lieben, und das sollte für mich auch der letzte Fisch des Tages gewesen sein. Generell war es wirklich für alle Angler sehr, sehr zäh. Dennoch hatten wir eine Menge Spaß, die Sonne kam raus, man hatte sich unterhalten und ich werde auf jeden Fall den Angelpark Tönse nochmal besuchen, wenn das Eis denn geschmolzen ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch mein kleines Video gefallen hat, ihr mich abonniert,
einen Daumen nach oben da lasst und dann sehen wir uns natürlich in meinem nächsten Video. Bleibt gesund und habt Spaß am Wasser.